Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video entführe ich euch in die Anfangstage der Amateurfotografie. Als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, war sie nur einigen wenigen vorbehalten. Der Grund ist dafür ja ganz einfach. Die Kameras, die man benutzte, um Fotos zu machen, waren groß, unpraktisch und vor allem teuer. Das änderte sich aber 1900 schlagartig, als Kodak mit der Brownie die erste Boxkamera der Welt auf den Markt brachte. Kodak hatte das Potenzial des Massenmarktes erkannt. Und Amateurfotografen konnten mit der Brownie in Handumdrehen ganz einfach selber Fotos machen. Das Prinzip der Boxkamera ist dabei denkbar einfach. Es handelt sich um eine kleine Schachtel. Vorne ist ein Loch mit Objektiv und Verschluss. Und da drin ist der Film. Auch wenn spätere Modelle und die Imitate von anderen Herstellern zusätzliche Funktionen hinzufügten, blieb das Grundprinzip doch jahrzehntelang unverändert. Diese Braun Imperialbox von 1950 hat beispielsweise eine zweite Verschlusszeit für Langzeitbelichtungen und eine variable Blende von f8 oder f16. Dazu kommen zwei Winkelsucher, die man aber im Grunde vergessen kann. In dem Alter sind die Spiegel da drin leider schon komplett angelaufen. Mit etwas Übung ist der Film blitzschnell eingelegt. Bei der Filmwahl muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Da diese Kameras immer eine feste Verschlusszeit haben, muss man diese berücksichtigen. Mit einer 60. Sekunde und 400 ISO-Film ist man bei Sonnenschein ziemlich aufgeschmissen, da die Maximalblende nur f16 beträgt. Ich benutze diese Boxkamera üblicherweise bei Sonnenschein mit dem Ilford FP4+. Mit 125 ISO. Dabei folge ich der Sunny 16 Rule. Das heißt aber, bei Sonnenschein und F16 bräuchte man einen Film mit 60 ISO. Der Ilford FP4+ wird also um eine Stufe überbelichtet. Dies gleiche ich dann bei der Entwicklung aus und entwickle entsprechend kürzer. Im Gegensatz zu vielen Boxkameras von Kodak benutzt meine Braun Imperial Box 120er Mittelformat Rollfilm, der immer noch leicht erhältlich ist. Dabei macht sie 8 Bilder im Format 6x9 cm auf einen Rollfilm. Egal ob alt oder jung, Einsteiger oder alter Hase, jeder sollte mal mit einem solchen Apparat Bilder gemacht haben. Diese Kamera ist 100%ig pur mit 0% Schnickschnack und reduziert die Fotografie auf das Notwendigste. Somit kommt es auf den Fotografen an, ob die Bilder gut oder schlecht werden. Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, mal eine auszuprobieren. Die Geräte findest du auf Flohmärkten und im Internet zu Spottpreisen. Meine hat, glaube ich, keine 5 Euro gekostet. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Danke, dass du zugeschaut hast. Noch dankbarer bin ich dir, wenn du das Video kommentierst, likest oder teilst. Oder vielleicht alles drei. Hier habe ich noch ein paar Links für dich. Zum einen geht es hier zu meinem Kanal. Noch sind da nicht ganz so viele Videos anzutreffen, aber das ändert sich in der nächsten Zeit sicher. Außerdem verlinke ich euch hier das Projekt analog4u.de. analog4u.de ist ein Portal für junge Analog-Einsteiger.
Alle Links findest du natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geh raus und mach Fotos.